Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit Angel Di Maria, World Cup Team of the Tournament, Man of the Match Karte hat er bekommen. Sieht sehr, sehr geil aus. Wir sind einen Tag später dran, deswegen hat er auch schon das geile Dynamic Image bekommen und den schauen wir uns jetzt genauer an. Gut, 1,80 ist er groß, hoch, Mittelarbeitsrate, starker Fuß links, 5 Sterne Spezialbewegung und hat ein Upgrade bekommen auf 4 Sterne schwacher Fuß. Spielt bei Juventus, linkes Mittelfeld, linker Flügel hat er als Positionen. Ist auf jeden Fall sehr gut für Serie A-Teams zu linken, sehr gut mit Argentinien zu linken und allein wegen diesem Bild schaut die Karte schon so geil aus. Ich hoffe, er spielt sich genauso, wie die Karte aussieht. Auf jeden Fall spiele ich ihn mit einem Hunter und ich glaube, ich werde noch mehr über die linke Seite spielen. Ist für mich nicht so ein klassischer Stürmer, eventuell ein ZOM, aber ich glaube eher so am linken Flügel sehr gut aufgehoben mit diesem linken starken Fuß. Auf jeden Fall geht mit dem Hunter der Antritt auf 99 und das Sprinttempo auf 97. Stellungsspiel geht auf 94, der Abschluss geht auf 92, Schusskraft geht auf 93, 90 Weitschuss, Volleys gehen auf 99 und die Elfmeter gehen auf 87. Sehr geile Werte. Passspiel schaut sehr, sehr gut aus, also vor allem am Flügel. Sehr, sehr brauchbar und auch auf ZOM, glaube ich, wird das absolut gut funktionieren. 92 Übersicht, 90 Flanken, 93 Freistoßpräzision, 88 kurzer Pass, 85 langer Pass und 97 Effet. Dazu dann ein Unique Bodytype mit 95 Beweglichkeit, 83 Balance, 89 Reaktion, 92 Ballkontrolle, 92 Dribbling, 91 Ruhe. Auch das schaut sehr gut aus. Ist jetzt nicht der allerkleinste, aber ich glaube, mit dem Unique Bodytype wird das mit den Dribbling-Werten hoffentlich ganz gut funktionieren. Defensive hat auch einige Werte, bis auf das defensive Bewusstsein. Das schaut mit 46 nicht so gut aus, aber er sollte auf jeden Fall in der Lage sein, den Gegnern den Ball auch abnehmen zu können. Dazu hat er 85 Ausdauer, Kopfballpräzision und Sprungkraft. Schauen wir mal, wie sich das auswirkt. Aber ich glaube, am Flügel vielleicht gar nicht so wichtig für manche Flanken, vielleicht mit dem Kopf zum Weiterleiten. Aber ja, stört mich jetzt bei der Karte gar nicht so. 69 Stärke und 82 Aggressivität. Dazu hat er den Flair und den Außenrissschuss. Zwei super Trades auf jeden Fall. Distanzschütze, Lupfer und Dribbling-Techniker für die CPU. Und natürlich spielen wir mit ein paar Argentiniern heute auch, mit den Weltmeistern. Fernandes haben wir am Start, Icardi, Higuain, mit dem habe ich auch noch nie gespielt. Wir haben Messi am Start und hinten im Tor haben wir den Torhüter des Turniers und dazu Mascherano, einen Hero. Ein paar Franzosen sind auch am Start, damit die auch nicht zu kurz kommen. Habe ich eher wegen den Links halt mit dabei. Also Kimpembe für den PSG-Link zu Messi und zu Hakimi und zu Nuno Mendes, da müsste man sich sonst spielen. Aber jetzt soll es um Di Maria gehen und den schauen wir uns jetzt genau an. So, da haben wir das Dribbling von Di Maria. Es wirkt auf jeden Fall mal ganz gut. Schon wieder die Verbindung, schaut schon wieder aus wie Schlittschuhlaufen, aber das Dribbling fühlt sich gut an. Ja, guter Pass da jetzt von Di Maria. Ja, war ein bisschen zu gut gemeint. Oh, Di Maria holt sich den Ball, ich bin zu schnell dran. Yes, jetzt haben wir es mit Di Maria. Sehr nice. Schöner Lauf. Ja, wieder guter Lauf von Di Maria, aber da kommt Van Dijk nach. Jetzt haben wir ein bisschen Glück da. Ja, Di Maria auf Messi. So, Di Maria auf Higuain. Die Vorlage soll nicht klappen. Ja, gegen drei durchgesetzt. Sehr gut. Ja, ich habe mal einen Skill probiert. Ich bin halt überhaupt kein Skiller. Ihr kennt mich. Ah, schade, schade, da ist Higuain zu weit vorne gewesen. Ja, die Flanken kommen schon gut rein, finde ich. Ah, sehr schön mit der Beweglichkeit von Di Maria. Der wird ihm zu lang. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Platz mit Di Maria, komm. Ah, schade. Ja. Di Maria mit dem Skill, Beweglichkeit, wie gesagt, schaut eh auch sehr gut aus. Oh, schade, dass das nicht belohnt wird. Die Beweglichkeit war fantastisch. Ja, ich befürchte abseits. Schön aus der Bedrängnis.
Ja, super Pass von Di Maria. Ich darf in dem Spiel nicht mehr. Ich darf nicht mehr. Ah, schön auf jeden Fall mit der Beweglichkeit, Di Maria. Yes. So, jetzt haben wir da nochmal einen Skill von ihm gesehen. Aber ihr seht, der Gegner ist immer gleich mit zwei, drei Leuten da. Der Typ bunkert sich da hinten einen ab. Ah, schöner Lauf von Di Maria, schön eingeleitet auch. Also die Beweglichkeit von Di Maria ist wirklich sehr, sehr gut. So, da sieht man es nochmal, die Beweglichkeit. Also für die Körpergröße auch sehr, sehr gut. Auch da wieder gut mit der Beweglichkeit. Schade, dass er den nicht mitnehmen kann. Ich kann euch leider nicht mehr zeigen. Ich darf schon wieder nichts machen. Ich kann keine Tore schießen. So, schickt Messi. Ja, ich darf keine Tore machen. War minimal zu viel aufgeladen wahrscheinlich. Aber komm, jetzt Di Maria. Gebrochen schön langsam. Ein super Lauf eigentlich von Di Maria. Ja, denn... Den legt er sich zu weit vor dann im Lauf. Auch da leider wieder zu spät gekommen. Aber jetzt macht er ihn endlich. Ey, wie viele Chancen ich schon hatte mit dem jetzt. Wahnsinn. Ja, die Lupfer, die sollen nicht klappen, aber wieder guter Lauf. Ey, das gibt's nicht. Liegt das an seiner Karte oder liegt das am Game oder liegt es an mir? Ja, auch gut gestanden, aber wie gesagt, ich scheitere da andauernd. Jetzt. Endlich, Alter. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, Alter. Wie viele Chancen ich in dem Spiel schon hatte. Nicht nur mit Di Maria. Jetzt bleiben wir da hängen. Wahrscheinlich nochmal am eigenen Mann. Das Gameplay, muss ich sagen, ist furchtbar mittlerweile in dem Spiel. Ah, guter Schuss aus der Distanz. Ja, was willst du noch machen? War gut herausgespielt, gut mit dem starken Fuß auch. Ja, der war leider ein bisschen zu schwach geschossen. So, schöner Pass auf Higuain. Ja, den hätten wir vielleicht auch noch auf Di Maria rüberlegen können. So, Di Maria mit der Vorlage nochmal. Ja, super Pass von Di Maria eigentlich auch wieder. Ja, schade, da läuft er zu weit rein. So, PlayStation 4. Das vorige Spiel war auch schon auf der PlayStation 4. Da funktioniert das Dribbling auch gut. Also wie gesagt, das Gameplay, das muss ein Tor sein. Ich weiß nicht, warum man nicht direkt schießt. Ja, super Beweglichkeit von Di Maria, wie gesagt. Das ist heute wie verhext. Geht wieder ganz knapp vorbei. Also, ich weiß nicht, warum das jedes Mal so lange dauert, bis meine Leute schießen. Warum man denn nicht direkt schießt? Super Pass von Di Maria. Yes, den Torwart hat er gemoved. Ja, die Beweglichkeit von Di Maria, das wieder so lang gebraucht beim Schuss, mein Messi. Es ist Wahnsinn. Ja, super eingeleitet von Di Maria. Ja. Ei, ei, ei. Nice. Gut, wir gehen ins abschließende Fazit mit Di Maria. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Szenen zeigen. War sehr, sehr mühsam heute. Also das Gameplay, ich weiß, ich jammer schon wieder, aber
Das Gameplay ist furchtbar. Ich weiß nicht, ob es an den Servern liegt, ob das Gameplay und die Server in Kombination so bescheiden sind, sagen wir es mal so, aber das ist, ich weiß es nicht. Das macht teilweise sehr, sehr wenig Spaß. Du spielst gegen einen Gegner, wo es gefühlt den Ball nicht siehst, du kommst nicht an den Ball ran, im nächsten Spiel spielst du gegen einen Gegner, wo du glaubst, der spielt 4 Divisionen unter dir. Es ist sehr, sehr eigenartig. Aber Di Maria hat gut geliefert. Ich fand sehr geile Läufe. Das Dribbling fühlt sich super geil an, auch ohne, dass man es irgendwie boostet mit einem Cam-Style. Das Tempo hat sich sehr gut angefühlt. Der Schuss könnt ihr selber anhand der Szenen beurteilen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich glaube, dass ich nicht so schlecht ziele. Also, dass ich immer mittig aufs Tor ziele oder so und der Ball dann irgendwie nicht reingeht. Dann hat man wieder so Szenen, wo man nicht direkt schießen kann, sondern wo sich den Ball stoppt. Nicht nur er, sondern alle im Team. Ein Messi, ein Higuain, jeder hat das gemacht. Liegt meiner Meinung nach entweder am Gameplay oder an den Servern. Aber die Karte, wie gesagt, von den Läufen her, wie er sich verhält, sehr geil. Am Flügel eher unauffällig bei mir, aber ich bin halt auch jemand, der nicht so viel über die Flügel spielt. Ich bin jemand, der gerne über die Mitte spielt. Das ist wahrscheinlich dann abhängig vom Spieltyp, der ihr seid. Aber ich habe ihn auch als ZOM gespielt und als Stürmer. Und auf beiden Positionen hat er eigentlich sehr gut performt. Vor allem im ZOM fand ich ihn sehr, sehr geil. Immer die Bälle gut verteilt und dann die Läufe gemacht. Sehr, sehr selten, dass er die Läufe nicht gemacht hat, wo ich ihn dann triggern musste, meistens selbst losgelaufen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Passspiel war super. Also sehr, sehr geile Karte für den Preis. Eine 90er Karte, vor allem mit diesem dynamischen Bild. Angel Di Maria sowieso eine absolute Legende, damals schon bei Man U, danach bei Real, bei Paris und jetzt bei Juve. Sehr, sehr geile Karriere, ist jetzt auch gekrönt worden mit dem Titel. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen von ihm. Danke fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, schaut gerne auf den Socials vorbei und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, ciao, ciao.